alles weg. Es war so wahnsinnig anstrengend heute. Was? Ach, nur am Theater. Es ist einfach zu wenig, weil es ist einfach unheimlich schlechte Luft und bis in die Nacht und dann. Wieso? Du warst doch nicht bis jetzt im Theater. Du doch, ich war bis vor anderthalb Stunden. Dann haben wir noch ein Bier getrunken, weil da kann ich ja dann auch unheimlich schlecht allein sein. Du, ich bin jetzt gerade. Ich habe um halb zwölf da angerufen. Wo? Wann? Um halb zwölf. Um halb zwölf waren wir doch noch alle da. Da war niemand da. Um halb zwölf war ich noch da. Aber es hat keiner das Telefon abgenommen. Naja, ich meine, es geht ja auch nicht. Das weißt du doch ganz genau, dass wenn wir da arbeiten, dass wir dann nicht das Telefon abnehmen können. Ich meine, das ist doch völlig unmöglich. Ich kann das gar nicht verstehen. Ich meine, außerdem, was soll das denn? Ich bin wirklich unheimlich müde und hier da, also schau mal, das ist einfach das letzte Geld. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie wir das machen sollen. Was hast du denn bis jetzt gemacht? Du, ich habe gearbeitet, Mensch. Ich muss die Rolle lernen. Ich kann das nicht. Wann soll ich es denn machen? Wann soll ich es denn noch machen? Die größte Ruhe. Du sitzt eh die ganze Zeit rum, verstehst du? Ich meine, ich muss alles machen, ja. Du könntest auch wirklich mal waschen oder irgendwas. Ich habe den Max auch ins Bett gebracht. Ja, wenn du mal Max ins Bett bringst, ist es wirklich nicht alles. Ich will jetzt auch nichts mehr wissen. Ich bin unheimlich müde und ich will jetzt mal ins Bett. Ich finde das scheiße, was du machst. Morgen der Typ vom Strom, wenn wir das morgen nicht bezahlen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es machen soll, weil ich einfach, mir fehlen einfach 50 Mark. Ich habe das ganz genau ausgerechnet. Der kommt morgen, der war schon vor 14 Tagen da und hat gesagt, der sperrt das ab, ja. Ich weiß nicht, wie wir es machen sollen. Das heißt, na um. Ich meine, das Licht, das wäre ja auch nicht das Schlimmste, aber ich kann überhaupt nichts mehr kochen, ja. Georg hat vorhin angerufen. Ja, und? Was ach, der ruft am laufenden Band an. Er sagte, er wüsste schon, wo er dich trifft. Wie, wo? Ja, hat er nicht gesagt. Ich nehme an, dass du da warst. Wo, wann hat er denn angerufen? Vorhin. Wie vorhin? Wann genau? Zu welcher Stunde und so? Wie vorhin? Na, immerhin zu einer Zeit, wo ich eigentlich schon hätte im Bett sein können. Und du auch. Ja, aber wann? Hast du was mit dem? Nee, wieso? Was soll ich mit dem haben? Ich finde ihn unheimlich nett und wahnsinnig lieb und der hilft mir und oft geht er mal mit dem Max spazieren, wenn ich gerade mal arbeiten muss und ihn wirklich nicht mitnehmen kann. Und ich meine, auch so und so bemüht er sich wirklich, ist wirklich wahnsinnig nett. Wieso? Ich habe wohl keine Zeit dazu, was? Das musst du selber wissen, ja. Ich meine, du könntest mir ja auch mal was abnehmen. Na, also wirklich, jetzt hört's aber echt auf, ja.